Und damit recht herzlich willkommen zurück bei Visage. Wir sind gerade dabei, die letzten Erinnerungen von Dawayne zu machen. Wir haben den Schlüssel gerade geholt. Dafür müssen wir hoch in nochmal in die Garage. Da war oben so ein kleiner, da war so eine kleine Kiste versteckt. Oh, warte mal. So. Ich muss erst mich wieder daran gewöhnen, dass wir alles Mögliche an Licht wieder anschalten müssen. So, genau. Und da können wir dann hoffentlich was rausholen. So, drei Stück müssen wir, glaube ich, noch machen. Nach meiner schlauen Liste. So, da hätte ich gerne das hier. So, und da hatten wir ja schon unten im Keller diesen... ominöse, habt ihr sie jetzt wieder ausgewählt? War doch gerade eben offen, ne? Aber Hauptsache mal wieder zugemacht, damit die Beans nochmal, ja, hier wieder alles aufmachen darf. Okay, warte mal. In den Keller müssen wir wieder. Da müssen wir da vorne runter. Ich, ey, überall diese Schlonze, ne? Wird auch immer mehr hier in dem Haus. Vorne runter, genau. Und dann... Ja, genau. So. Warte mal, ich muss mich kurz orientieren. Hier müssten wir lang. Aber eine kleine Funzellampe wieder an. Da war diese Tür. So. Und zwar... Und ich gehe das jetzt. Warte mal. So. Ja. So, jetzt wo gehen wir denn jetzt hin? Mal kurz schmeichern. Mal kurz speichern. Gespeichert, sehr gut. Und rein geht's. Ins Elend. Jetzt sind wir, glaube ich, in diesem Labor, ne? Oder Krankenhaus oder whatever, was wir da gesehen haben. Und das hört sich nicht so gut aus, was hier austritt, oder? Da Gas raus. Wunderbar. Hm. Hä? Wir sind so gut. Okay. Kann man mal so machen. Passt. Okay, ist hier irgendwas? Sieht alles echt aus. Ach, guck mal, hier können wir aufmachen. Oder auch nicht. Ja. Yeah. Oh, jetzt piept's hier. Kommen wir hier raus? Ne. Können wir hier wieder... Guck mal, können wir da vorne? Da ist die Wand schon so kaputtert. Kaputtert. Mhm. Voll deutsches Wort. Oh Mann, ey. Können wir da durch? Können wir da durch? Raus hier aus dem Elend. Hopp. Hier raus. Kann ich Licht anmachen? Sehr gut. Wo sind wir denn jetzt? Unter der Erde. Oder? Okay. Was sind denn wir? Okay, ich kann nicht mehr weiter. Hä, wo hängt denn der fest? So. Ja, mein Feuerzeug ist fast leer. Aber vielleicht hält es jetzt noch bis... Okay, ist irgendwie mega dunkel. Wo sind denn wir? Laufen wir überhaupt noch weiter? Ich habe völlig die Orientierung verloren. Warte, ich habe völlig die Orientierung verloren in diesem dunklen... Bilde hier. Sind wir denn? Oh Gott. Mein Feuerzeug ist leer jetzt, oder? Oh Gott, ich sehe gar nichts mehr. Okay. Warte mal, laufen wir jetzt wieder zurück? Wo sind wir denn? Völlig jetzt die Orientierung verloren. Ei, ei, ei.
Oh, verdammt. Laufen wir wieder zurück? Das kann schon sein, ne? Nee, ich glaube, da sind wir hergekommen. Ach, Entschuldigung. Ich habe jetzt einmal hier in der Dunkelheit die Orientierung verloren. Ich glaube, wir müssen hier lang. Eieieiei. Wo sind wir denn? Oh Gott, bin ich erschrocken gerade. In meinem Badezimmer hat sich gerade die Badezimmermatte von der Wand abgelöst und ist runtergefallen. Das hat jetzt gerade einen Plopp hier gegeben. Ihr würdet es wahrscheinlich gehört haben, aber ich habe es gehört. Total erschrocken. Oh, wir sind in der Garage. Oder? Ja, Garage. Wir sind in der Garage. Kommen wir raus? Oh, guck mal. Ich sehe Fußabdrücke. Ich glaube, hier war Mr. Warte mal, das geht ja noch, ne? Ging ja bloß das, was wir eh schon nicht mehr in der Hand haben, nicht mehr. Okay. Können wir uns noch mal kurz einen gönnen? Da steht ja auch noch eine. Da können wir mal ganz damit. Fußabdrücke gehen rein. Haben wir hier noch? Da sind die Fußabdrücke. Mensch, gibt es hier keinen Lichtschalter? Nein, nicht. Na, guck mal. Haben wir noch einen Comic gefunden? Ist sehr schön. Es werde Licht. Ach, ich brauche nochmal einen Kellerschlüssel. Der eine Schlüssel ist jetzt irgendwie gerade abhanden gekommen, ne? Naja. Sind wir denn jetzt? So. Tap, 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 tap. Geht denn das hin? Da kommen wir her, ne? Also da sind wir ursprünglich rein. Ach, guck mal. Haben wir wieder einen Teil von der Maske? Können wir das wegstreichen? Haben wir das? Dann haben wir nur noch zwei. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Ich habe mir noch aufgeschrieben: Spiegelraum und Schlafzimmer. So. So, auf jeden Fall wieder hoch. Mal vielleicht erstmal den Spiegelraum. Mal hier ist irgendwas. Im Boden ist eine Spalte. Habe ich gleich mal eine Tablette genommen. Sollte ich vielleicht mal wieder weg. Ins und das Inventar. Das wird in dem Spiel nichts mehr. Und das ist eine. Wird das mit was aufbrechen? Ein Bonus. Ah, wir hatten doch. Hatten wir nicht was? Hatten wir nicht ein Brecheisen aus irgendeinem Teil in irgendeinem. Oh, in unserem Storage-Dingster-Boomster? Weiß schon gar nicht mehr, ey, was wir alles an Gegenständen hatten. Ach, guck mal, doch hatten wir ja hier, ne? Ihr nervt mich, lass das Licht an. Jetzt. Vor lauter Wut hat er jetzt wenigstens die Brechstange genommen. Ist ja schon mal was. So. Weiß ich nicht, ob es funktioniert, aber wir testen das mal. Ih, da ist auch mal mehr Schlons, ne? Das jetzt hier? Oh ja, sehr gut. Jetzt hier automatisch. Dauert halt ein bisschen, ne? Hat er jetzt so. Wenn man jetzt da durch. Oh ja. Hätte aber gerne, ehrlich gesagt. Weiß nicht. So, jetzt hängen wir da drin. Jetzt. Huch, Gott, jetzt ging es aber ab. Schon wieder in so einem dunklen Stollen im Erdreich. Also, wir sind sehr viel unter dem Haus auch.
Ich weiß auch nicht. Also dieses Haus, das reicht ja nicht, dass es halt schon 5 Milliarden Zimmer hat. 5000 Quadratmeter. Nee, wir müssen auch noch im Erdreich unter dem Haus auch noch in irgendwelchen Stollen und Gängen. Ah! Ja, mich verhakelt. Kann jetzt wohl nicht wahr sein, oder? Ganz ruhig, ganz ruhig. Ganz ruhig. Da ist eine Tür. Sind wir denn jetzt im Luftschutzbunker oder was? Was ist denn das hier? Es wird gespeichert, ist schon mal gut. Was ist das hier? Hat der in sowas gearbeitet? Und das andere war das Labor und das ist irgendwie eine Fabrik oder so? Was ist das hier? Ich will hier weg. Ich sehe nicht. Ach, hier kann ich irgendwas interagieren. Das siehst du hier, bis irgendwas blockiert ist. Ja, durch dieses Teil da. Diese Rohre. Die irgendwie. Kann ich die irgendwie wegfahren? Kann der ein bisschen schneller laufen? Nee, ne? Da kann er sich ducken. Nee. Schnell laufen ist nicht. Gehen wir da hoch irgendwo. Wir werden irgendwelchen Rohren drehen. Okay. Guck mal. Leuchtet rot. Push the button. Ah, jetzt hier. Sehr gut. Gott, was ist denn das hier? Für ein Shitty Bubitty. Aber guck mal, erkennt ihr die Lampen wieder? Die Lampen waren doch auch in der einen Sequenz, ne? Wo er dann die Maske und wo die Frau ihn so angeschrien hat, da haben wir ja auch so eine Lampe gesehen. Also da waren auch auf jeden Fall solche komischen Lampen wie hier. Hat er da drin? Ich meine, da ist jetzt kein so schöner Ort. Da kann man schon mal den Verstand verlieren. Das kann ich irgendwie so ein bisschen nachvollziehen. Müsste jetzt auch nicht unbedingt sein. Ich kann mir jetzt gerade auch was Besseres vorstellen, als hier zu sein. Ganz viele Dinge würden mir da ganz spontan einfallen. Hier geht's wieder raus, hoffentlich. Aber das mal gesehen, sehr schön. Brauchen wir eigentlich nicht noch. Können wir nochmal kurz speichern? Das ist aktuell nicht möglich, das ist schon mal schlecht. Heißt immer nichts Gutes. Was sind wir denn jetzt in der nächsten komischen... Wenn da wenigstens Bier durchlaufen würde, aber es sieht nicht aus wie eine Bierproduktion. Sieht nicht so schön aus. Da vorne hin. Jetzt wird wenigstens gespeichert. Visage liebt Türen, ne? Die Türen und Gänge des Todes, das macht Visage aus. Komm, da ist eine Haustür. Das ist nochmal eine Tür. Türen in Türen. Ist verschlossen. Oh, wir brauchen so eine komische Karte. Aha. Oh, nö. Hallo, ist hier irgendwo eine Karte? Da drüben ist auch eine Tür, ne? Mal gucken. Oh, wo sind wir denn? Oh, ne. Hoffentlich werden wir jetzt nicht von irgendwas gejagt. War jetzt eigentlich so happy, dass das rum ist. Oh, guck mal, hier ist so Schlonzi-Ponzi. Auch verschlossen. Alles verschlossen. Ist hier irgendwo ein Schlüssel? Habe ich wahrscheinlich wieder übersehen, ne? Ich bin da ja prädestiniert, an sowas vorbeizulaufen. Oh, nee. Aber da ist bestimmt die eine Karte drin, ne? Die Schlonze ist. Jetzt brauchen wir nur einen Schlüssel für den Schlonzekasten. Hier drin? Hm. Oder habe ich irgendwas in der Tasche? Nee, gibt's nicht. Können wir sie nicht aufbrechen? Wir haben ein Brecheisen noch in der Hand. Okay, müssen wir da rüben rein. Oh Gott. Was ist das hier? Ich mag das nicht.
Ah, das ist aus dem Lüftungsschacht. Oh Gott, ey. Sind wir im Krankenhaus von Rakan? Führt hier wieder alles zusammen. In dem oh, guck mal. Levis Trevor. Wo ist das hier so? Hyperdelisch? Will ich das wissen? Nee, will ich nicht wissen. Nein! Geh weg! Fuck! Nick, fuck, fuck! Oh, kann ich da oben? Zu langsam, oder? Nee, doch. Ach, wat für ein Mist. Entschuldigung. Aber wer ist denn dieser schwarze Schwubbelbubbel? Wer ist denn das? Seht ihr, das habe ich nämlich am Anfang gesehen. Hier, diesen Lüftungsschacht. Der sah schon so verdächtig aus. Wer ist denn dieser schwarze Typi? Der uns das allen das Leben so zur Hölle macht. Gehen wir da runter. Sicher ist sicher. Weit weg. So, jetzt gehen wir da wieder hoch. Weil der ist ja auch so verschlubbelt. Das sind alle wahnsinnig. Das ist, hat uns alle heimgefallen. Das ist ein Dämon. So lässt sich das Spiel erklären. Das ist einfach ein Dämon und der hat alle befallen. Deswegen sind alle verrückt geworden. So, wir haben das Rätsel gelöst. Genau so wird es sein. Ich bin mir sicher. Oh, so, hoffentlich ist da jetzt die Schlüsselkarte drinnen, dass wir da rauskommen. Danke. Magnetkarte. Riverdale Water Treatment Plan. Ach, wir sind in so einem Wasserverarbeitungsdingsbums. Wasserverarbeitungsdings. Ja, genau. So heißt das. Ne? Wasserverarbeitungsdingsbums. Korrekte Bezeichnung. Okay. Lass uns hier raus aus dem Wasserverarbeitungsdingsbums. Weg von dem schwarzen Blubbelblubbel. Schnell weg. Ich war jetzt eigentlich so happy, nicht mehr ständig von irgendwas verfolgt zu werden, aber. Ist ja auch nur ein Wunschdenken hier in dem Spiel, ne? Oh, was war denn das jetzt hier so laggy? Hier raus. Raus in Freiheit. Raus aus Visage. Oh, sind wir denn jetzt? Ach, das haben wir auch gesehen, den Brunnen, ne? Oder was auch immer, das war ein langer Schacht. Ich konnte es nicht so ganz erkennen auf dem Video. Aber jetzt sehe ich es wieder. Sieht sehr seltsam aus, ne? Weiß auch nicht was. Ach, guck mal, da ist doch das wieder der Apfel. Vielleicht war das doch ein Apfel. Irgendwas machen. Spring einfach. Es ist auch schon egal. Spring. Kannst gerne noch den Apfel mitnehmen von mir aus. War das doch ein Apfel, hä? War es doch ein Apfel? Habe ich doch nicht so falsch gesehen, ne? Und er verschrumpelt gerade. Hoffentlich kommt da jetzt nichts rausgesprungen. Wäre du prädestiniert dafür. So seltsam alles. Es ist alles so seltsam. Vielleicht will man auch gar nicht mehr dem Ganzen auf den Grund gehen, wenn ich ehrlich bin. Was ist denn das? Macht das übrigens selber, ne? Ganz schön viel im Wasser. Die baden alle. Das ist so eine Meersalzkur, wisst ihr?
so im Toten Meer. Da ist nämlich ganz viel Salzgehalt und deswegen schwimmt man dann so oben, weil da kann man gar nicht untergehen, weil das so viel Salz in dem Wasser ist. Ne? Ist gut für die Haut und so. Ach, du schon wieder. Du, was auch immer du. Wer bist denn du? Bist du sinnbildlich für das Dunkle im Menschen? Achso, warte mal, ich bewege mich mal kurz. Nicht, dass ich wieder in irgendeinem dunklen Raum stehe und wieder. So, wieso sind wir denn jetzt rausgekommen? Ah, aus dem Boiler. Okay. Oh, guck mal! Was von der Maske? Muss ich erst kurz erholen von seinem Sturz? Und da haben wir das nächste Teil. Und jetzt haben wir eigentlich nur noch das Schlafzimmer. Da müssen wir es eigentlich haben. Glaube ich. Wenn meine Notizen hier stimmen und ich richtig abgehakt habe. War hier schon mal gut. Schnell ab ins Schlafzimmer. Slow-mo Run mit Beanert. So. Ab ins Schlafzimmer. Mal guck mal, das Bett ist weg. Da haben wir jetzt nämlich das Loch. Das, was wir gesehen hatten in dem. Ach, wir gehen wieder mal ins Erdreich, oder? Ich weiß gar nicht mehr. Nee, gehen wir gar nicht. Wo sind wir denn? Ach, guck mal. Hallo, gute Nacht. Ach, guck mal. Bier über Bier über Bier. Schön. Ach, guck mal hier. Ach, guck mal, ach, guck mal, da triggert was. Why, hello there, Jack. Aber hallo, grüß dich, alter Freund. Ich habe hier schon eine ganze Weile auf dich gewartet. Du bist doch mein Freund, oder? Komm, trink eine mit mir. Ja, mach ich. Können wir da hinsetzen? What a look you have. Mann, siehst du gut aus. Bist du etwa müde schon? Klar, nicht leicht an diesem Ort ein Auge zuzukriegen, oder? Ja, ich weiß. Ich bin auch schon eine Weile lang. Und bin froh, dass ihr aufgetaucht ist. Aber hallo, wir wollten ja hier über dich reden. Stimmt's? Vergiss einfach, was ich gesagt habe. Und rede mit mir. Never mind my foolish burdens and talk to me. So you feel confused, du bist verwirrt, oder? Das verstehe ich. Seitdem du aufgewacht ist das alles irgendwie ein wenig verschwommen, oder? Weißt du noch, wie du heißt, mein Freund? Bist du verwirrt, oder? Also, Dwayne, natürlich, das ist ein kleines Geheimnis, aber ich merke schon, dass du dich fragst, ob das hier alles real ist. Ich kann dir versichern, auch wenn dich das vielleicht nicht unbedingt beruhigt, dass es sehr real ist, aber tatsächlich könnte man sogar sagen, dass du hier das erste Mal mit der Realität auseinandersetzen musst. Nein, von wegen, schau mich nicht so an, Dwayne. Ich bin auf deiner Seite, Mann, wir sind doch schon so lange befreundet. Like that. I'm on your side, Dwayne. We've been friends for so long after all. Who am I? Wer ich bin? Ah, das ist schon immer dein Ding, oder? Immer die falschen Fragen zu stellen. Dwayne, hör mir mal genau zu. Die Frage ist ja nicht, wer ich bin, sondern wer du bist. Listen to me here. The real question isn't who am I, but who are you? Dwayne, aber das ist nur ein Name, mein Freund. Ich habe dich nicht nach einem Namen gefragt. Ich will wissen, wer bist du? Ganz ruhig, Dwayne. Los, wieder komm runter und genehmig dir einen Schluck. Denk daran, du und wir, wir kennen uns schon sehr lange. Ich stehe voll hinter dir. Lass uns einfach unsere Freundschaft begießen. Komm. Auf den Schrecken, my old friend, trinke ich gleich mal für dich. Cheers, Prost. If you want me to help you, wenn dir das helfen soll, muss ein wenig mehr über dich erfahren. Bist du ein verdammter Mörder? Nicht? No? Nun, das könnte ja der Grund für die ganze Sauferei in die Drogen sein. Wenn, was ist denn da los mit dir? Oh, du hast Dinge gesehen, sagst du. Dinge. Solche Dinge wie die hier? Things like that. Don't
Keine Sorge, mein Freund, nimm einfach einen Schluck und schon ist die Welt wieder in Ordnung. Los, worauf wartest du? Schau dir noch einen Schluck. Die fahren gesurft hinter die Binde. Das wird dir gut tun. Ich würde dir unbedingt davon raten, jetzt zu trinken, mein Freund. Ja, okay. Mach ich, mein Freund. Wenn du das sagst, dann trinke ich noch einen. Natur Amor. Mann, Prost. Betäube das einfach alles. Siehst du? Ist das nicht herrlich? Du weißt, dass du immer darauf verlassen kannst, um wieder zu dir zu finden, oder? Ja, du erinnerst dich an den satten brennenden Geschmack, den durch die Kehle rinnt und dir eine wenig Erleichterung verschafft und alles ausblendet. Los, nimm noch einen Schluck. Du weißt doch, wie gut das sich anfühlt. Prost, Mann! And another sip. Und noch ein Schlückchen. Na, wenn du das sagst, ne, dann nehme ich halt noch einen. Dann gehe ich mir noch einen. Cheers, ne, mein Freund. Prost. Now, Dwayne, willst du mir verdammt nochmal ehrlich sagen, was mir eigentlich los ist? Ach, nee, ich trinke noch einen. Ich schon mal hier bin. Kipp es einfach runter. Ah, guck mal. Und das müsste theoretisch das letzte Puzzleteil der Maske sein. Wir haben Meister der Spiegelmaske die Errungenschaft. Haben wir freigeschaltet. So, Leute. Ich glaube, wir haben es geschafft. Wir werden jetzt mal zurückgehen, wir werden in den Fortschrittsraum gehen und dann haben wir Visage überlebt, überstanden, geschafft. Ich hoffe es. Nicht, dass auf den letzten Metern uns noch was passiert. Aber, schau mal. Nee, habe ich jetzt... Oh Mann, was sind das jetzt hier? Oh, habe ich jetzt keine Lust. Ah, dann klingelt es die ganze Zeit, ne? Also, was willst du? Hallo, Dwayne, ich bin's, Rose. Wie läuft's bei dir? Alles in Ordnung? Gibt es was Gutes im Fernsehen? Wenn du eine Empfehlung brauchst, kann ich Frank mal fragen. Er liebt das Fernsehen einfach. Entweder er isst, er schläft oder er hängt vor diesem idiotischen Flimmerkasten ab. Manchmal schaltet er es auch, alle drei gleichzeitig abzufeiern. Das Schwierigste, was ich je tun musste, war ihm die Fernbedienung aus der Hand zu nehmen. Das ist das Einzige, was er mehr liebt als mich. Vielleicht wegen der Stummschalttaste? Ich könnte einfach immer weiter erzählen. Aber schau mich an, ich kau dir hier das Ohr ab und plappere weiter vor mich hin. Vielleicht hat er ja recht mit die Stummschaltung. Es ist egal. Ach egal, Dwayne, es tut mir leid. Ich muss jetzt aufhören. Bis bald. Tschüss, Rose. Ich kann es vielleicht verstehen, dass... So. And now... Wollen wir hier was machen jetzt? Okay, mit die Maske auf.
passiert, wenn wir damit was machen? 10. Unserer Maske. Nö. Nö. Ist jetzt nicht viel passiert, oder? Ich dachte, Wunder, was jetzt passiert. Dann mal die Maske offen. Nö, scheint sich jetzt nicht viel verändert zu haben, außer ein bisschen der Blickwinkel, aber ich glaube, das war's. So, meine Lieben. Und damit haben wir es geschafft. Wir haben es geschafft, Visage abzuschließen! Unbelievable! Wir haben alle drei Kapitel durch, wir haben sie überstanden, wir haben Lucy, wir haben Dolores und wir haben Rakan geschafft. Wir haben die Spiegelmaske zusammen geschafft und ich habe keinen blassen Schimmer, um was es in diesem Spiel ging. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich weiß überhaupt nicht, um was es ging. Was mich ein bisschen wundert, dass überhaupt keine Credits kommen, weil eigentlich haben wir doch eigentlich alles durch, dachte ich. Ich gehe noch mal kurz hier durch und rede deswegen einfach mal weiter. Vielleicht kommt dann doch noch irgendwas anderes. Ich weiß es nicht. Oh, guck mal, es ist jetzt hell. Jetzt hell. Vielleicht haben wir jetzt dem Haus den Schrecken genommen. Ich weiß es nicht. Wir gehen einfach mal weiter. Vielleicht können wir auch vorne die Tür verlassen jetzt mit der Maske. Wir haben es geschafft, meine Lieben. Wir sind dem Irrsinn entkommen. Oder auch nicht. Klemmt alles. Aber wir haben Licht, es ist hell, es ist, das ist ja schon mal irgendwas ganz Tolles. Okay, ich habe es nicht verstanden. Also, ich muss ehrlich sagen, ich habe null verstanden. Dolores war mir noch einigermaßen schlüssig, muss ich sagen, weil hatte man irgendwie so ein bisschen die Story verfolgen können, die war irgendwie schlüssig, da kam man mit. Bei Rakan bin ich schon komplett raus gewesen. Da konnte ich dem Ganzen schon überhaupt nicht mehr folgen, wenn ich ehrlich bin. Das war irgendwie vorbei. Oh, hier hinten leuchtet so. Wahrscheinlich müssen wir... Nee. Okay. Aber das hat ja auch geklemmt, ne? Wie irgendwas. Ja, okay. Weiß ich nicht, ob da noch irgendwas kommt. Jetzt dachte ich, es ist vorbei, Leute. Wisst ihr, jetzt habe ich gedacht, es ist vorbei. Und es ist gar nicht vorbei. Ach, unbelievable. Ich glaube, es war die Freude, ne? Ich habe gedacht, das ist so schön. Ich freue mich so, dass wir jetzt endlich durch sind mit dem Ganzen. Und jetzt sind wir doch nicht durch. Im kein Ende. Der Hoffnungsschimmer am Horizont war und dann kommt wieder. Ne, es geht nur weiter. Ach ja, supi. Ich habe mich jetzt echt gefreut und dachte, wir sind durch mit dem Ganzen. Aber mich hat schon gewundert, dass kein Abspann kam, wenn ich ehrlich bin. Keine Credits oder sowas. Weil eigentlich haben wir ja alles gemacht. Na, vielleicht ist das jetzt das Ende. Das Ende und der Anfang, wisst ihr irgendwie? Haben wir es jetzt geschafft? Jetzt ist hell. Oh, vielleicht kommt jetzt die... Jetzt erschließt sich vielleicht alles. Passt auf, jetzt kommt. Jetzt fügt sich alles. Das sind unsere Familie, denen wir leider am Anfang den Gar ausgemacht haben. Abspann. Familienzusammenführung. Okay. Ja, was soll ich sagen?
Was soll ich sagen? Es hat sich mir nicht erschlossen. Also mich würde wirklich mal interessieren, ihr könnt mir gerne mal das in die Kommentare reinschreiben. Also ich muss sagen, ich habe noch Dolores Geschichte einigermaßen verfolgen können. Bei Rakan war ich komplett draußen, keine Ahnung. Habe ich, und Lucy, ich weiß nicht, ich habe es, vielleicht will ich einfach zu sehr da hinten dran sein oder meine einfach, das muss irgendwie zusammenhängen und Sinn geben. Vielleicht gibt es einfach überhaupt keinen Sinn und es hängt nicht zusammen. Sie waren halt alle irgendwie, haben sie den Verstand verloren oder hatten Probleme und, aber ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, falls ihr das alles verstanden habt, wie das zusammenhängt oder um was es da ging. Please ballert es rein, ich habe keine Ahnung, ich bin komplett lost. Ja, aber an sich ein interessantes Spiel. Ich dachte, es wäre gut, ins Horror-Genre einzusteigen, weil ich vielleicht nicht so ganz das durchgelesen hatte und dachte, ach, ein Haus erkunden, das kann schon nicht so schlimm werden. Ja, man sollte vielleicht immer weiterlesen, ne? Also es wurde schon schlimm, es war schon teilweise sehr anstrengend, fand ich. Aber ich bin jetzt gerade ein bisschen stolz, dass ich es geschafft habe, es zu überstehen. Einigermaßen unbeschadet, glaube ich. Habe auch ein bisschen Blut geleckt. Also ich glaube, ich werde doch schon nochmal irgendwann das ein oder andere Horror-Game auf jeden Fall auf dem Channel machen. Da werde ich mal gucken. Vielleicht könnt ihr mir auch gerne mal irgendwelche Tipps reinschreiben, was ich denn mal so spielen soll an Horror. Ich kenne mich da nämlich halt gar nicht so aus in dem ganzen Genre. Vielleicht was, wo ich mir nicht gleich mit dem Herzkasper vom Stuhl fall. Obwohl, das war jetzt hier schon teilweise echt sehr anstrengend. Also Lucy's war für mich, glaube ich, das schlimmste Kapitel, weil es ständig in der Dunkelheit war und man hat nicht so viel gesehen. Dolores war irgendwie das längste Kapitel, aber wahrscheinlich, weil ich da irgendwie sehr viel rumgesucht habe und das nicht so ganz verstanden habe. Oder ich weiß nicht, ob es allgemein das längste Kapitel ist. Da war halt auch irgendwie viel mehr Geschichte dabei. Man konnte irgendwie viel mehr erkunden und man hat irgendwie viel mehr erfahren. Bei den anderen muss ich sagen, wie gesagt, keine Ahnung, hat sich mir nicht so ganz erschlossen, was die da alles machen und treiben und tun und warum das so ist. Auf jeden Fall finde ich, das Ende sieht ja hier jetzt sehr ansprechend aus, im Vergleich zu das ganze Game eigentlich an sich war. Danke, dass du Visage gespielt hast. Ja, sehr gerne. Ich bin froh, dass ich es überstanden habe. Und da sind wir wieder am Anfang. Ja, wunderbar. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wie es euch gefallen hat, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare rein. Schreibt mir gerne in die Kommentare rein, was ihr glaubt, was die Geschichte hinter diesem Spiel war und falls ihr noch Ideen für neue habt. Schreibt es mir gerne rein, lasst es mich gerne wissen. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Durchhalten, fürs Zuschauen, mit zusammen gruseln. Dankeschön. Ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute. Wir hören und sehen uns in irgendeinem neuen Let's Play. Und ich werde jetzt erstmal feiern, dass ich das überstanden habe. Macht's gut. Bis bald. Ciao.